Hallo und herzlich willkommen zurück, meine kleinen Sahneknödel. Huch. Das war jetzt die falsche Taste. So. Wir sind stehen geblieben, dass wir die letzten beiden Objekte noch untersuchen, bevor sich dann wahrscheinlich die Hexe offenbart. Mächtige Aura. Muss eine Art Artefakt sein, oder? Hierhin ist sie also verschwunden. Okay, wir müssen also nur noch das eine Artefakt. So, nett hier. Ich weiß nicht, ob das Kräuter sind, die wir so sonst nicht finden. Von daher nehme ich. Okay, hier gibt es auch Aufmeiserhasen. Und viel Grünzeug. Ich nehme mal großteils echt alles mit. Ich weiß nicht, ob sowas überhaupt was bringt, ne? Wer es lesen möchte, Pause. Und jetzt wieder. So, dann könnt ihr euch das in Ruhe durchlesen. Wenn das Lesen wenigstens Erfahrungspunkte bringen würde, so wie vielleicht bei Risen, hat das ja immer mal, glaube ich, Erfahrungspunkte gebracht. Ups, bei Gothic bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Aber ich Ich habe mich schon gefragt, wie lange du noch brauchst, Geralt. Ich bin oben. Nur herein. Ja, okay. Hat die mich aus dem Konzept gebracht? Ah ja, whatever. Sei gegrüßt, Hexer. Hast was vergessen? Wo? Hoffentlich bist du nicht zum Gaffen da. Nein, zum Reden. Dreh dich um und warte. Metz im Herzen von Velen. Ich dachte, du kannst das Landleben nicht ausstehen. Ich kann dir versichern, jetzt noch weniger als je zuvor. Hab erfahren, dass in der Gegend eine Hexe lebt. Hätte nie vermutet, König Foltests frühere Beraterin hier zu finden. Bin ich froh, dass die Welt dich noch überraschen kann. Ich beneide dich um diese Naivität, die sonst nur Kindern, fahrenden Rittern und Schwachköpfen vorbehalten ist. Da ist wohl jemand ziemlich gereizt. Begrüßt man denn so einen alten Freund? Ich hab dich doch mit einem hübschen Anblick begrüßt. Jetzt sag mir, warum du hier bist. Eigentlich sind wir da, weil wir das wissen wollen. Also das machen wir auch. Ich suche nach einer gewissen jungen Dame. Ach, wirklich? Nach wem? Ich suche nach Ciri. Der Ciri. Und niemand darf davon erfahren. Verstanden? Cirilla ist hier? Das Mädchen, nach dem einst die Loge der Zauberinnen und praktisch jeder Herrscher des Festlands gesucht haben, ist hier in Velen gelandet? Und ich weiß nichts davon? Was macht sie hier? Anscheinend versteckt sie sich vor jemandem. Ich hörte, dass sie mit einer Hexe aneinander geraten ist, aber wenn du nichts weißt, sicher, dass du sie nicht gesehen hast? Ganz bestimmt nicht. Aber jemand hat mich nach einer aschblonden Frau gefragt. Er hat betont, dass sie sich von den Bauern hier unterscheiden soll. Wer war das? Nicht so schnell, Geralt. Keine Bitte? Keine milde Gabe für eine Hexe?
Was hältst du von ein Dutzend Eiern? Meine immerwährende Dankbarkeit. Reicht das? Das ist nicht zu verachten. Aber du gerätst gerne in Schwierigkeiten. Ich sollte wohl lieber etwas verlangen, das du mir sofort geben kannst. Ach, verdammt. Schau mich nicht so an. Ich weiß, dass wir von Ciri reden. Es war ein Elf. Der nach Cirilla gefragt hat. Kein räudiger Skoyatel-Chaot, sondern ein Elfenmagier. Hat er dir seinen Namen gesagt? Nein, hat er nicht. Und er trug eine Maske. Sehr geheimniskrämerisch, aber er gefiel mir. Er war intelligent und wusste sich zu benehmen. Hat er gesagt, was er von Ciri wollte? Nur, dass sie sich in Velen treffen wollten. Er wollte wissen, ob sie vor ihm angekommen war. Hat er eine Nachricht für Sie hinterlassen? Nein, aber er wollte, dass ich sie zu ihm führe, wenn ich sie treffen sollte. Du weißt also, wo er zu finden ist? Ja. Er sagte, er hätte in irgendwelchen Elfenruinen beim Dorf Mittelhain einen Unterschlupf gefunden. Ich gehe mit dir hin. Warum? Meinst du, alleine finde ich es nicht? Ich habe mit dem Elf noch eine Rechnung offen. Er hat mir etwas versprochen, was er mir nicht gegeben hat. Außerdem weiß ich, dass du denkst wie ich, dass sie dort sein könnte. Und ich würde Cirilla auch gerne sehen. Brechen wir auf. Ja, los geht's. Warst du schon mal hier? Nein. Ich hatte gehofft, der Elf würde zurückkehren, wie er versprochen hat. Oder wenigstens sein Mündel. Ich habe jedenfalls keine Ahnung, was ich von diesem Ort erwarten soll. Nun, finden wir es raus. Na los! Ja, hör auf mich anzuschreien. So, wegen der Badeszene muss ich nachher wahrscheinlich erstmal hier schwarze Balken drüberlegen. Schön, ich freue mich jetzt schon. Vella Glan! Oh, Moment. Lag hier irgendwas? Die wilde Jagd. Was? Phantomreiter? Das heißt, ich dachte, es gäbe sie nicht. Dann richte deinen Blick auf das Nicht-Existente. Sie haben einen Navigator bei sich. Einen was? Kannst du uns auf die andere Seite teleportieren? Ich würde uns lieber nach Hause teleportieren. Willst du denen wirklich folgen? Teleport. Beeil dich. Ich weiß nicht, ob mir das alles zusagt. Ja, ich bin auch kein Fan gerade davon. Aber wenn Geralt das möchte, sollten wir das gegebenenfalls machen. Fertig. Folge mir. Verdammte Portale. Ich frag mich, wo Kayra jetzt ist. Nice. Okay. Wenn die mich nicht angreift. Oh. Nicht gut. Wow, das. Shit. Okay.
schnell, ja. Okay, das ist leicht dunkel. Wir sollten mal eine Fackel nehmen. Oh, Schaka. Na, kommt hoch. So, muss ich zu euch runter. Das nehmen wir auch alles mit. Ich sehe gerade, meine Rüstung ist leicht angeschlagen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob ich, habe ich so ein, gegebenenfalls so ein Rüstungsreparatur. Waffenreparatur. Nee, das will ich nicht. Jo, Rüstung. Die sollte ich mal vielleicht machen. Ja, passt. Okay, das ist Schwefel, das weiß ich. Kann ich ja gegebenenfalls bisschen meditieren. Eigentlich ist es ja egal, bis wann. Entschuldigt. So, damit ich volle Energie habe und nicht unbedingt mein Essen oder irgendwas. Oh, verdammt, ja, das ist Schwefel. Verdammt, verdammt, verdammt. Okay, das Ding sollte ich ausmachen, ansonsten... sonst wird das noch ein bisschen ungesünder. Muss ich kurz gucken, gibt's hier unten eine Karte? Ja, gibt's, aber. Also, es gibt eine Karte, aber ich sehe nur die Weltkarte. Kann ich. Geralt! Okay, hier geht's raus. Warte, komm ich nicht von hier? Lilas, geh auf! Stimmt, ich komme von hier. Okay, ich hätte eigentlich darüber gemusst. Aber jetzt lang, soll ich jetzt hier lang? Bin ich jetzt hier richtig? Jetzt Hexen sind ein. Achso, Hexen sind. Tu doch was! Sie krabbeln auf diesen Löchern! Wirk ein Zeichen! Wirf Bomben! Tu was! Ganz ruhig, das sind nur Ratten. Ich hasse Ratten! Mach sie weg! Wieder nicht! Bringen die Viecher eigentlich auch Erfahrungspunkte? Lilas geht widerlich. Was jetzt? Ach hier. Mach sie weg. Das sind nicht die richtigen Bomben. Muss ich die Bomben ausrüsten? Moment, Moment, Moment. Kann ich, werde ich da eigentlich angegriffen, wenn ich jetzt hier in dem Menü bin? Ich glaube nicht. Tränke. Aha,
Habe ich Bomben? Das ist, ich glaube fast nein, oder? Kann ich Bomben herstellen, Alchemie? Kann ich sowas machen? Bomben, ja. Achso, das ist während des Kampfes nicht erlaubt, okay. Und das hätte ich auch genug, okay. Während des Kampfes... Mach sie weg! Immer noch im Kampf? Nein, okay. Moment. Lass mich doch erst mal den Kram herstellen. Okay, jetzt muss ich darüber. Ups, falsche Seite. Weißt du, was für Krankheiten wir übertragen? Okay. Danke. Ja, kein Thema. Hast du solche Angst vor Ratten? Du hättest sie mit einem Zauber vernichten können. Na schön, ich sag nichts. Was ist denn mit dir passiert? Hier ist etwas, was den Teleport verzerrt. Ich weiß nicht, wie die so problemlos auf die andere Seite gekommen sind. Die Teleportmagie der wilden Jagd ist anders. Sie haben speziell ausgebildete Magier dafür. Sie nennen sie Navigatoren. Und wenn sie 3 Steuermänner und einen Papagei haben, das riskiere ich nicht nochmal. Gehen wir. Die wilde Jagd hat ordentlich Vorsprung. Aber wir können es noch schaffen. Bist du komplett irre? Wir müssen sofort hier weg. Ganz ehrlich, sie könnte mir aber eigentlich noch hilfreich sein. Von daher beeilen wir uns. Gehen wir. Vielleicht erreichen wir den Elfenmagier noch vor ihnen. Aber was will die Jagd von ihm? Wenn der Elf Informationen über Ciri hat, oder sie versucht hat, ihn zu finden, oder sogar zu kontaktieren, und sie gespürt haben. Na gut, gehen wir weiter. Vielleicht finden wir einen Hinweis oder eine Spur von diesem Elfen selbst. Es gibt keine Gewähr, dass die wilde Jagd in die richtige Richtung zieht. Vella Glan! So, wir haben noch ein paar Minütchen. Komm schon, Mäuschen, du hast das Licht. Du musst vorangehen. Hallo? Nun? Valvette, Larena Lunet. Das ist der Elf. Arnecht von Gledif. Was war das? Eine Illusion? Nein, eine morphotische Projektion. Die Nachricht war eindeutig für Ciri, Tochter der Möwe, Lara Dorrens Erbin. Tatsächlich. So würden die Elfen Ciri nennen. Aber was war das mit dem Zeichen ihres Schwerts? Ein Rätsel? Ja, aber kein schweres. Nicht, wenn man weiß, dass Ciri ihr Schwert Ciraeel genannt hat. Schwalbe. Bitte, wer außer dir sollte das wissen? Das könnte der Punkt sein. Dein Elfenmagier hat die Passage gesichert und so versteckt, dass nur Ciri sie finden konnte. Er sah nicht voraus, dass jemand wie du auftauchen könnte. Trotzdem hat er ungebetene Gäste erwartet, schätze ich, und einige Vorkehrungen getroffen. Hoffen wir, dass die wilde Jagd ein paar Probleme bekommen hat. Na dann mal los. Meinst du, es reicht, den Schwalben zu folgen? Abwarten. Okay, dann gehen wir halt direkt ein weiter. Ein alter Elfenhafen? Sie sind wohl über das Meer gekommen. Wie lange das her sein mag.
sind das jetzt Gegner? Selbst wenn es Gegner sind, werden wir das erst in der nächsten Folge herausfinden. Weil hier ist jetzt erstmal Ende im Gelände. Jungs, Mädels, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben da. Solltet ihr neu hier sein, über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Ansonsten, ihr dürft diese Videos auch gerne teilen. Ihr dürft mir auch in die Kommentare gerne was Nettes reinschreiben. Ansonsten wünsche ich euch einen angenehmen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.